Vielen Dank. Hohe Synode, sehr geehrter Präses Lomberg als Leiter der konstituierenden Sitzung der Landessynode, sehr geehrte Damen und Herren des Präsidiums und herzlichen Glückwunsch auch zu Ihrer Wiederwahl und Wahl, verehrter Landesbischof Kramer, verehrte Präsidentin André. Gern hätte ich Sie, sehr geehrte Synodalinnen und Synodale, persönlich getroffen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Darauf habe ich mich wirklich gefreut, nach Naumburg zu kommen und Sie zu sehen. Da der direkte Austausch aktuell aber nicht möglich ist, hoffe ich, dass mit dem digitalen Kommunikationsformat eine annähernd vergleichbare Brücke zu Ihnen geschlagen werden kann. Es ist mir eine Freude und Herausforderung zugleich, mich Ihnen als Kandidatin für das schöne und verantwortungsvolle Amt der Präsidentin des Landeskirchenamtes der EKM, vorstellen zu dürfen. Ihre Tagung habe ich schon im Livestream verfolgt und auch vernommen, wie Landesbischof die Einführung in Tradition und Aufgaben der Synode und der synodalen Tätigkeit vorgenommen hat als Weggemeinschaft. Zum Thema Weg habe auch ich noch etwas beizutragen, denn mein Begleitspruch seit vielen Jahren lautet: Und was man erwartet, vollendet sich nicht. Für das Unerwartete findet Gott einen Weg. Das ist nun kein Bibelzitat, sondern aus der Medea des Euripides. Dennoch ist es meine Grundlage für Gottvertrauen in die Zukunft und den Blick um die nächste Ecke, ob nicht da der Weg weitergeht. Also treffen wir uns heute an einer Kreuzung Ihres und meines Weges. Und vielleicht wird ein gemeinsamer Weg daraus. Jedenfalls ist uns gemeinsam, und das habe ich auch Ihren Diskussionen schon entnommen, unsere Perspektive auf diese Landeskirche, auf die EKM, nämlich eine Kirche in Veränderung. Das haben wir ja schon diskutiert vor dem Nominierungsausschuss. Und es kam auch immer wieder hier zur Sprache: Kirche muss sich verändern, Kirche soll sich verändern. Und ich habe große Bereitschaft bei den Synodalinnen und Synodalen wahrgenommen, sich auf diesen Weg zu machen. Das freut mich. Ich werde in den nächsten 15, 20 Minuten wichtige Stationen meiner beruflichen Laufbahn hinsichtlich der aus meiner Perspektive relevanten Qualifikationen bezüglich des jetzt ausgeschriebenen Amtes entwickeln. Und darüber hinaus möchte ich meine Motivation und meine persönlichen Vorstellungen meiner Führungstätigkeit vorstellen. Denn als solche bin ich ja hier gefragt. Und zuletzt möchte ich in Stichworten meine Ziele für eine Leitung des Landeskirchenamtes anreißen. Im Anschluss freue ich mich auf Ihre Fragen. Kirche und wichtige Stationen. Kirche ist mir eine lebenslange Begleitung auf dem Weg zu meinem persönlichen Glauben und dessen Veränderlichkeit. Kirche ist mir geistliche Heimat, Institution des persönlichen Austauschs auf Gemeindeebene, aber ich sage mal glücklicherweise auch immer mit den amtierenden Pfarrpersonen, mit denen ich mich austauschen darf. Der Verantwortung als Älteste, zuletzt hier im Gemeindekirchenrat der Evangelischen Predigergemeinde zu Erfurt, als Mitwirkende im Gottesdienst, heute noch, und auch als Empfangende architektonischer, bildnerischer und musikalischer Kunst. In der Rückschau empfinde ich es als großes Glück, dass ich als Kind selbstverständlich mit Kirche in Kontakt kommen konnte, dass meine Mutter mich in den Kindergottesdienst mitgenommen hat, als Katholikin in eine evangelische Kirche, das rechne ich hier hoch an, und dass ich, als ich Freundinnen und Freunde auf der Straße getroffen habe und sie gefragt haben, wo sie hingehen, und sie sagten, sie gehen zum Kinderchor, einer ganz anderen, mir unbekannten Kirchengemeinde, ich sagte, dann komme ich eben mit. Und ich wurde willkommen geheißen. Das ist die Erfahrung von Offenheit der Kirche. Ich bin jetzt selbst Mutter von zwei Kindern. Der eine ist gerade aus dem Haus, 19, studiert in Hamburg. Und meine Tochter ist 16. Beiden Kindern oder für beide Kinder war es mir ganz besonders wichtig, auch dieses Selbstverständnis von Kirche mitzubringen, sie in das gemeindliche Leben wie selbstverständlich einzuführen und natürlich auch die religiöse Bildung zu begleiten, nicht nur persönlich, sondern auch
in der Kita, in der evangelischen Grundschule und einem evangelischen Gymnasium. Denn die Schulgemeinschaft ist durchaus eine andere, wenn sie kirchlich geprägt ist und vom Evangelium. Deshalb schätze ich auch die Gottesdienstbesuche mit meiner Familie sehr. Und ich sage es auch, der Bildungsbereich der EKM ist mir besonders wichtig. Ich habe das auch wahrgenommen, dass Oberkirchenrätin Klein weggegangen ist und man umstrukturiert hat. Aber der Bildungsbereich muss atmen und wir brauchen in ihm eine lebendige Kirche. Und das Gleiche gilt natürlich für alle diakonischen Aufgaben, weil wir intergenerationell mit diesen arbeiten können. Wenn ich mich hier für ein landeskirchliches Amt vorstelle, dann kenne ich Ortsgemeinde, die Kreissynode und die Ausschüsse auf beiden Ebenen. Das heißt, ich kenne auch die Perspektive auf die hohe Landeskirche, auf eine Asymmetrie, jedenfalls eine wahrgenommene oder vermeintliche, zwischen Haupt- und Ehrenamt, zwischen Informationsfülle und eventueller Informationsvakuum. Das soll nicht so sein. Ich glaube, wir arbeiten alle dafür, dass das anders wahrgenommen wird. Aber natürlich kenne ich diese Perspektive. Und die bringe ich mit, wenn ich in dieses Amt gewählt werden sollte. Ihnen und der EKM stelle ich mich zudem als jemand vor, der viele Orte auf dem Weg bis hierher geprägt hat. Viele Stationen haben Sie bereits nachlesen können. Es sind dies die Universitäten und Städte Marburg und Göttingen, in denen ich Jura studiert habe. Dann war ich im schönen Perugia und habe Italienisch studiert. Ich habe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg promoviert zu einem stiftungsrechtlichen Thema und saß dort im Hans-Liermann-Institut für Kirchenrecht. Das war eine besonders schöne Zusammenkunft. Das Referendariat habe ich in Berlin absolviert. Und dann ging es auch schon mit einem Kleinstkind in die Geschäftsführungsaufgabe eines Journalistenverbandes mit Sitz in Königstein im Taunus und danach an die Universitäten Jena und Leipzig. Und jetzt bin ich in einer Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft mit Niederlassungen in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Magdeburg tätig. Und in Magdeburg sind wir Nachbarn mit dem Landesbischof in der Hegelstraße. Und nicht zu vergessen, mein lebenslängster Wohnsitz ist in Erfurt. Alle beruflichen Stationen und in den ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich während dieser Station ausüben durfte, war es mir Aufgabe und Herausforderung, lebendige und den Menschen dienende Strukturen zu schaffen und die Organisationen zu leiten. Meine relevanten beruflichen Stationen waren die mehrjährige Tätigkeit als Geschäftsführerin der Internationalen Journalistenprogramme e.V., IJP, einer Stipendienorganisation, die es Journalistinnen und Journalisten ermöglicht hat, in 43 Ländern dieser Welt Auslandserfahrung zu sammeln. Wir hatten ein großes Netzwerk zu betreuen, das aus Förderern, Kooperationspartnern und Alumni bestand und natürlich eine ausgeprägte Veranstaltungstätigkeit. Dem folgte die geschäftsführende Tätigkeit am Abbe-Institut für Stiftungswesen nach einem AN-Institut an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena mit der Tätigkeit in Forschung und Lehre, eigenen Veranstaltungen für gemeinnützige Körperschaften, wie man so schön rechtlich sagt, also für Non-Profit-Organisationen und natürlich für Thüringer Stiftungen, Fördermittelakquise, Schriftleitung einer Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen in Recht, Steuern und Wirtschaft, Netzwerktätigkeit, Akquise von und Kommunikation von Organisationen und Autoren. Während dieser Zeit hatte ich auch die Freude, Herrn Brugsch kennenzulernen. Und das, wenn man Veranstaltungen organisiert und wünscht, dass die Kirche auch beteiligt ist, dann muss man manchmal ein bisschen bohren, bis sich die Kirche bewegt. Aber Herr Brugsch hat sich sehr schnell bewegt nach seinem Wechsel hier in das Landeskirchenamt. Und ich schätze ihn als kompetentes Gegenüber und wir kennen uns auch als Referenten auf dem Stiftungstag im Land Sachsen-Anhalt. Aktuell bin ich Rechtsanwältin und Partnerin einer überörtlichen multidisziplinären Wirtschaftskanzlei mit Beratungstätigkeit. Also ich bin ganz überwiegend nicht forensisch tätig, das heißt, ich trete kaum vor Gericht auf, sondern berate im Projektgeschäft und natürlich bei der Begleitung von Gründung und Umstrukturierung von privaten Unternehmen im öffentlichen Sektor und selbstverständlich von Non-Profit-Organisationen und von Kirchen auf Landesebene
evangelischer und katholischer. Deren Einrichtungen und Tochtergesellschaften, Orden und gemeinnützigen Einrichtungen jeder Rechtsform, damit auch den Mitgliedern des diakonischen Werkes. Ich berate im steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht, im privaten wie öffentlich-rechtlichen Gesellschaftsrecht und in der Vertragsgestaltung zu Kooperationen in Verbands- und Konzernstrukturen. Und ich begleite vor allem Organtätigkeit seit vielen Jahren. Ich werde immer wieder dazu gerufen, fremde Organe zu begleiten, Organentscheidungen vorzubereiten. Deshalb kenne ich auch die Tätigkeit im Grunde, ob in Ausschüssen oder in Gremien. Intern in dieser Gesellschaft bin ich verantwortlich für den Anwaltsbereich an allen vier Standorten und für dessen Querschnittsaufgaben in Zusammenarbeit mit den Stabsstellen unseres Unternehmens, also Personal, Finanzen und Marketing. Das hat vielleicht nicht jede Wirtschaftsgesellschaft, aber wir haben diese Stabsstellen. Das heißt, ich bin also auch immer mit der Fortentwicklung dieser Gesellschaft konfrontiert und muss mich mit ihr zielstrebig auseinandersetzen. Weiterhin bin ich in der Ausbildung von jungen Kolleginnen und Kollegen, von Praktikantinnen, Praktikanten, Werkstudentinnen und Rechtsreferendaren zuständig. Ich kenne also die Bedürfnisse junger Menschen, vor allem mit der neuen Feedback-Kultur und natürlich auch, was die Ansprache der Personalansprache und der Bindung betrifft. Zusammenfassend verfüge ich also über rund 20 Jahre Erfahrung in relevanten Bereichen der Verbands- und Organisationstätigkeit, über Personalauswahl und Führung, Budgetverantwortung, Öffentlichkeitsarbeit und über ausgewiesene juristische Expertise. Dabei ist mir stets elementar, juristische Anliegen verständlich und anwendbar zu machen. Ich habe Erfahrung im Ehrenamt und mit Ehrenamtlichen. Ich kenne also die Herausforderungen der Übersetzungsarbeiten komplexer juristischer Sachverhalte auf die Ebene im Grunde der juristischen Laien. Ich kenne es auch, diese Perspektive aufzunehmen, und ich weiß, dass man an den Bedarfen nicht vorbei und vor allem sie nicht überfahren darf mit rechtlichen Ausführungen, die momentan praktisch gar nicht relevant sind. Deshalb auch Anliegen der Ortsgemeinden von Seiten des Landeskirchenamtes verständlich zu machen, ist mir ein großes Anliegen. Ich habe Erfahrung in der inhaltlichen und personellen Netzwerkarbeit. Ich bin teamorientiert und schätze kreatives und Wissenspotenzial der jeweiligen Umsetzungs- und Erfahrungsebene, auch hier im Haus. Um zum zweiten Punkt zu kommen. Meine Motivation für den Wechsel in das Landeskirchenamt der EKM ist eine doppelte Perspektive als Christin und als eine praktisch erfahrene und juristisch ausgewiesene Akteurin der Zivilgesellschaft. Ich habe große Freude daran, an rechtlichen Schnittstellen zu arbeiten, also die Synthese aus unterschiedlichen Rechtsgebieten erstmal aufzudröseln in die unterschiedlichsten Anforderungen, die das jeweilige Rechtsgebiet mit sich bringt, und dann zusammenzuführen in eine gemeinsame Struktur, in ein gemeinsames Ergebnis. Und was die kirchliche Arbeit betrifft, das Kirchenrecht, sind natürlich die doppelten Strukturen des kirchlichen und des staatlichen Rechts zu beachten. Und die sind auch nicht immer konform. Von daher muss man da sehr kreative Lösungen eher noch im staatlichen Recht finden, um die kirchlichen Strukturen dort auch abzubilden. Ich denke da vor allem an die Arbeit von Landeskirchen miteinander. Ich habe Freude an der Vermittlung zwischen Recht und Praxis, also die Bedarfe zu erfragen und zu erkennen. Und ich habe eine hohe Motivation an der Verankerung des Verkündigungsauftrages in den rechtlichen Grundlagen der diakonischen Träger, aber natürlich auch aller solcher, die aus privater Initiative gegründet werden. Man darf nicht vergessen, es gibt viele Privatpersonen, mittlerweile Stifter, aber auch in Vereinen, die christliche Werte sehr schätzen und sich wünschen, dass dieser Auftrag des Evangeliums, den die Kirchen natürlich für sich unmittelbar in Anspruch nehmen, aber doch auch in einer gewissen Weise mit abbilden. Wichtig ist mir, und das habe ich auch immer wieder erkannt, dass die kirchliche Tätigkeit über die Erfüllung als gemeinnützig definierter Aufgaben deutlich hinausgeht. Also wir haben bei den kirchlichen Einrichtungen und Tochtergesellschaften immer so das besondere Etwas, das den anderen gemeinnützigen Organisationen dann doch weitgehend fehlt. Also die Vermittlung der Lebenskraft des christlichen Glaubens in der Arbeit, in den rechtlichen Grundlagen, ist mir ein besonderes Anliegen und auch eine Freude der Umsetzung.
Und auch im Arbeitsrecht beschäftige ich mich mit dem Gedanken der Dienstgemeinschaft. Sie haben das ja schon diskutiert in Ihrer Diskussion über die Mitarbeitervertretung. Auch diese Diskussionen sind mir nicht fremd. Und da wird tatsächlich auch auf organisationaler Ebene um gute Ergebnisse gerungen. Ich habe Interesse an der Gestaltung von effektiven und zeitgemäßen Strukturen. Und natürlich, mein Selbstverständnis ist das einer Dienstleisterin gemessen am Organisationszweck, einem Auftrag bzw. den Vertreterinnen und Vertretern der Gremien als kommunikativer Prozess in alle Entscheidungs- und Handlungsebenen. Ziel ist immer die Herstellung eines Prozesses, Strukturen zu schaffen, mit Leben zu erfüllen und diese dynamisch weiterzuentwickeln. Ich habe deshalb mit besonderem Interesse auch das Stellungnahmeverfahren zur Prüfung und gegebenenfalls Neuordnung der geistlichen Leitungsämter in der EKM wahrgenommen und gelesen. Und das ist genau ein solcher Prozess, der eine dynamische Begleitung braucht und wo wir ganz klar Offenheit und Ehrlichkeit auf allen Ebenen brauchen, um die Bedarfe zu erkennen und auch abzufedern. Bei all diesen Prozessen sehe ich auch immer den einzelnen Menschen, um sie oder ihn zielorientiert mitzunehmen und einzubinden. Das gebietet auch der Respekt vor den Erfahrungen und den Aufgaben der jeweiligen Person. Sprechen Sie mich also an. Ich möchte auch mit Ihnen in den Dialog kommen. Und wo eine Moderation geboten ist, lassen Sie uns zusammenkommen. Ich bin neugierig auf Sie und die neuen Aufgaben. Zuletzt und drittens möchte ich meine Zielstellung für die Leitung des Landeskirchenamtes bzw. die EKM insgesamt skizzieren. Die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert sollte nach meiner Auffassung für folgende Werte stehen und diese auch nach innen in ihrer eigenen Organisation und ihren eigenen Vertretern umsetzen. Sie sollte stehen für Nachhaltigkeit, für Ökologie. Wir haben von ökofairer Beschaffung gehört gestern und von Klimakonzepten heute. Das sind solche Themen. Für eine Kultur der Aufmerksamkeit sollte die Kirche stehen, des Miteinanders, der Nächstenliebe und der Solidarität. Denn wir brauchen eine gesellschaftlich bedeutsame, wahrnehmbare Stimme der Kirchen. Sie soll einen Beitrag leisten zur Schärfung des ethischen Bewusstseins. Wir brauchen die Vermittlung und das Lebendighalten von Grundwerten zu den virulenten Fragen von Toleranz, Konfliktbewältigung und der Stärkung des demokratischen Staatswesens. Die Kirchen sind Partner in der Stelle. Und natürlich muss eine Kirche im 21. Jahrhundert für Diversität stehen. Dazu zwei Aspekte. Ich mache als Beraterin die Erfahrung, dass es sehr häufig den Wunsch gibt, von einer Frau beraten zu werden, weil eine Frau anfragt und sich meint, dann besser verstanden zu fühlen, vielleicht eine andere Offenheit an den Tag zu legen. Oder jemand wendet sich an mich und sagt, wir sind ein Gremium nur aus Männern, wir brauchen einfach mal eine weibliche Perspektive. Also wir brauchen Diversität, die Erfahrung von Männern und Frauen, Vätern, Müttern, aber natürlich auch von alt und jung. Die zweite Dimension der Diversität, wir haben das ja auch jetzt schon wahrgenommen, wenn nach Ämtern und Besetzungen gefragt wurde, es gibt Zeitprobleme, man traut es sich nicht zu zeitlich, man trägt Verantwortung dafür, man möchte die Aufgabe sinnvoll und gut wahrnehmen. Möglicherweise gibt es jetzt durch Corona und den Vorschub einer Digitalisierung die Möglichkeit, da besser zusammenzukommen. Denn es ist immer so, dass insbesondere junge Eltern Flexibilität brauchen, aber auch Integration. Es ist eine beiderseitige Perspektive. Und natürlich soll man Eltern fördern, aber auch fordern. Ihr schafft das. Geht mir immer so, wenn ich wieder mal einen Kommentar geschrieben habe und ich bin die Letzte, die abgeben soll, weil man zwischen Kinderkrankheiten und der Mandatsarbeit natürlich nicht so dazukommt, wie gewünscht. Dann gibt es einen Kollegen, der sagt, Frau Werner, und jetzt zieh, zieh, zieh. Und das wünsche ich ganz vielen Frauen und Eltern. Zeitgemäß, ich habe es schon angesprochen, gehört natürlich auch die Digitalisierung zu einer modernen Kirche. Und damit meine ich nicht nur die Übertragung des Analogen in das Digitalformat, so wie wir das heute haben, sondern die Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten, die das Digitale mit sich bringt, die Räume, die dort geschaffen werden. Und natürlich auch die Ansprache der Zivilgesellschaft in einer weniger kirchentypischen Sprache. Denn es geht um die Zukunft der Kirche, die Verständlichkeit ihrer Anliegen und es geht auch darum, Neugierde zu wecken bei denen, die mit Kirche bisher nicht so viel zu tun hatten.
man mal so einen Aufruf einer gemeindlichen, einer Ortsgemeinde liest, bitte, liebe Gemeindeglieder, kommt doch mal hier zusammen und helft, dann steht da nicht irgendwie, hurra, wir haben ein neues Projekt, wir haben eine super Idee. Trotzdem fühlen sich die Gemeindeglieder, weil sie die kirchliche Sprache verstehen, sofort angesprochen. Aber tun das auch diejenigen, die wir eigentlich noch suchen und binden wollen. Meine Zielstellungen für die Leitung des Landeskirchenamtes sind weiterhin die Weiterentwicklung des Landeskirchenamtes zu einer zentralen Dienstleistungsorganisation, vor allem für die Kirche vor Ort und das Ehrenamt. Man kann auch hier Aufgaben übernehmen, die in die Einführung von Gemeindekirchenräten, meinetwegen auch für die Stiftungsvorstände gemeinnütziger Stiftungen. Es gibt Bistümer, die machen das. Das habe ich mal den Vorschlag aus der katholischen Kirche. Da kann man die alle zusammenrufen, wenn es neue Gesetze gibt und kann fortbilden, etwa in einem digitalen Format. Und das Schöne ist, man lernt sich untereinander kennen, man kann sich austauschen, auch über Projekte. Wichtig ist mir nämlich die Bündelung von Erfahrung und von Zukunftsaufgaben, auch auf der Grundlage jetzt unserer Corona-Erfahrung. Wir haben nämlich jetzt eine andere Sichtbarkeit von Kirche. Es werden auch Andachten von der einen zur anderen Landeskirche geschickt und unter Gläubigen werden ohnehin viel Gebete und Andachtsformen ausgetauscht. Ich finde es sehr schön, dass ich jetzt Einblicke habe in so viele andere Landeskirchen und so viele andere Gemeinde- und Kirchenkreise und wahrnehmen kann, wie dort der Glaube vielleicht auch ein bisschen kulturell geprägt, traditionell ausgeübt wird. Also wir brauchen die Sichtbarkeit von Kirche auf allen Ebenen mit den unterschiedlichsten Angeboten der Ortskirche, dem Kirchenkreis, der EKM, aber auch der EKD. Also Webseiten, Angebote aufbauen und in die Breite bringen. Wir brauchen flexible interne Strukturen. Oberkirchenrat Groß hat auch gestern gesagt, die Agilität des kirchlichen Wirkens ist wichtig. Alle müssen sich bewegen. Dazu gehört auch, dass man Doppelstrukturen identifiziert und abbaut, dass man Prozesse verschlankt und beschleunigt und eine direkte Kommunikation pflegt. Also nicht so viel Gerede auf dem Gang oder über die unterschiedlichsten Ecken, sondern direkte Kommunikation. Dann kommt man gut weiter, man spart Zeit und man hat die Möglichkeit, sich mit denen auszutauschen, wo das Problem aufgetreten ist. Also eine Aufgabenerledigung auch im Zusammenschluss wäre ein weiterer Markstein oder die Aufgabenübertragung auf Verbünde. Sie werden ja über das Zweckverbandsgesetz und über die Zweckvereinbarung auch noch sprechen auf dieser Landessynode. Das sind auch Aufgaben, die ich schon in der Praxis umgesetzt habe und gute Erfahrungen damit gemacht habe in beiden Kirchen. Und natürlich gehört dazu die Ökumene. Dazu ein paar Beispiele. Das eine ist ganz klar, es gibt die Verwaltungsökumene, das Steuerrecht ist einfach ökumenische Rechtsmaterie und im kirchlichen Steuerforum, das einmal im Jahr in Berlin stattfindet, bei der Deutschen Bischofskonferenz, haben die EKD und die Deutsche Bischofskonferenz eine tolle Handreichung zum 2b-Umsatzsteuergesetz ausgearbeitet. Das ist die Regelung, die Kirchenrechtsrätin Sabine Schulze gestern nicht unbedingt erklären wollte, weil das nämlich auch eine ganz komplexe Materie ist, aber Sie kenne ich dort auch als ausgewiesene Vertreterin und es ist schön, dass Sie sie hier haben mit Ihrer ganzen Expertise. Und natürlich gibt es dann die Verkündigungsökumene und die Themenanwaltschaft für die Bereiche, die ich eingangs schon genannt habe, also zum Beispiel für Themen der Ökologie und Nachhaltigkeit und der Demokratie. Auch da kann man sehr gut mit der katholischen Kirche und mit anderen Kirchen zusammenarbeiten. Und als Beispiele vielleicht noch intergenerationelle Bildungsprojekte mit partizipativem Ansatz, ob die nun rein evangelisch oder mit den katholischen Mitbrüdern und Schwestern ausgeübt und ausgeführt werden, das wäre doch eigentlich ganz schön. Also ein Heranführen an Kirche mit dem Schulterschluss. Und wie sieht es eigentlich mit einem Glaubensführer aus, der sich an Orten in einer Stadt, in einem Landkreis auseinandersetzt und damit im Grunde einen anderen Zugang eröffnet zu dem, was uns ausmacht? Einen ersten Eintritt vielleicht in einen Kirchenraum, vor dem man sonst immer zu großen Respekt hatte. Wie sieht es aus mit religiösen Bräuchen durch die Jahrhunderte? Haben die sich verändert? Wo sind wir da eigentlich mittlerweile stehen geblieben? Wenn über das Abendmahl zum Beispiel im Familienkreis diskutiert wird, kann man sich auch daran denken, dass es eine Familienfrömmigkeit gegeben hat im Mittelalter und die noch früheren Christen haben ja sowieso die Kirche, die Christlichkeit und ihren Glauben viel mehr in den Familienformaten gelebt. Also das heißt, es ist doch ein Kreislauf.
Man könnte die religiöse Geschichte der Städte Erfurt und Magdeburg oder des ländlichen Raums, ich denke an Berkach, wo es eine jüdische Landesgemeinde gegeben hat und wieder gibt, dort kann man ansetzen und religiöse übergreifende Projekte durchführen mit Kindern und Jugendlichen. Und natürlich gehört dazu auch die Begleitung der verfassten Kirche aus ihrer Hybridzone zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Ich nehme das durchaus als Spannungsverhältnis wahr, dass Kirche und Diakonie auf der einen Seite und die religiöse Prägung der Gesellschaft auf der anderen Seite bis hinein zu privaten Initiativen in einem Spannungsverhältnis stehen, die wenig zusammen kooperieren, von denen man auch vielleicht Berührungsängste wahrnimmt. Und in dem Verhältnis kann man sehr, sehr gut die Kirche in einen echten zivilgesellschaftlichen Akteur mit neuen Räumen entwickeln, ohne die verfassungsrechtlichen Garantien oder Privilegien aufzugeben. Das hat das Potenzial, öffentlich Aufmerksamkeit zu erregen und vielleicht neue Unterstützer zu gewinnen. Das heißt, es geht um Sichtbarkeit von Kirche auch in ungewohnten Kontexten, außerhalb kirchlicher Strukturen, an der Schnittstelle zu Erprobungsräumen. Die Erprobungsräume sind aber durchaus sehr kirchlich geprägt. Also geht das noch, was ich hier vorschlage, darüber hinaus. Es geht um neue Schnittstellen und den Abbau von Berührungsängsten der säkularen Gesellschaft. Wir brauchen also eine Offenheit für die Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren und eine Öffnung für Nichtgläubige in kirchlichen Einrichtungen auch. Und vielleicht ergibt sich eine Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung, die ja gerade in Gera eine Außenstelle errichtet. Und was ist eigentlich mit einem freiwilligen religiösen Jahr in einem Kirchenkreis, der vielleicht dann an die Ortsgemeinden die jungen Leute weiterreicht? Diese Überlegungen, diese Zielstellungen gilt es kreativ und gegebenenfalls auch mit ungewöhnlichen Kooperationen und mit Öffnung nach außen zu verfolgen. Gern möchte ich dazu gemeinsam mit allen Vertreterinnen und Vertretern der EKM einen konstruktiven Beitrag leisten. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun freue ich mich auf Ihre Fragen und auf einen fachlichen und persönlichen Austausch. Danke.